willkommen zu unserem Q&A-Video, natürlich rechtzeitig zu unserem Geburtstag von Paintomancy. Und wir haben uns jetzt mal hier hingesetzt und werden jetzt einfach jede Frage, die ihr uns gestellt habt, beantworten. Jede Frage. Jede Frage. René, wir lassen keine aus. Jede Frage, bitte. Absolut nicht. Jede Frage. Ja, vor allem erstmal so zum Start. Das Witzige war ja, wir dachten ja, oh, wenn wir jetzt irgendwie erst einen Tag vorher dann das Ankündigungsvideo für den Geburtstagsstream machen, dann kommen nachher gar keine Fragen. Ja. Dann sitzen wir und haben keine Fragen. Und jetzt haben wir sehr viele Fragen. Und jetzt haben wir sehr, sehr viele Fragen. Ja. Also auch sehr viele Leute haben sich super viel Mühe gegeben. Das ist ja auch richtig krass eigentlich, ne? Ja. Also. Ja. Dann fangen wir doch mal direkt an mit der ersten Frage von Tizian auf Patreon. Nämlich, wann war der Moment, an dem ihr gesagt habt, ihr seid weit genug, um mit euch ein Painting-Studio sich selbstständig zu machen? Willst du darauf antworten? Sollen wir beide darauf antworten? Oder? Ja, eigentlich gab es da ja nicht so richtig so einen Punkt. Wir waren halt so, okay, also entweder wir gehen jetzt richtig studieren oder wir versuchen es einfach. Also ich glaube, das war so, so September, Oktober 2019. Ja, so um den Dreh war das. Genau. Die Idee war immer so schon da, weil wir haben immer ab und zu mal so ein paar Kleinigkeiten einfach angemalt. Ja. Und eigentlich wollten wir das nie machen. Eigentlich haben wir immer gesagt, wenn man Auftragsmaler ist, dann saugt einem das die Hobbyseele aus. Und irgendwie sind wir dann doch Auftragsmaler geworden. Ich glaube, wir haben uns einfach gedacht, ach scheiß drauf, wir machen das jetzt. Ja. Und gucken einfach, was passiert. Man ist nur einmal jung. Ja. Besser als richtig studieren. Ja. Ja, dann mache ich mal die zweite Frage, auch noch von Tizian. Und zwar, gab es eine Miniatur, die euch als Maler besonders weit gebracht hat? Oh. Ruben, fang du mal an. Als derjenige, der eigentlich am wenigsten von uns drei malt, hast du da eine Sache? Also ich habe echt wenig im letzten Jahr angemalt, aber wenn ich mir bei einer Sache richtig Mühe gegeben habe, dann war das, glaube ich, der Abaddon. Da habe ich den Mantel, also das kann man auch im Monatsmaler August, glaube ich, sehen. Das war auf jeden Fall einer der ersten. Ne? Ja, ich glaube, Juli war der erste, glaube ich, und dann müsste das im August die Auflösung sein. Und da habe ich den Mantel mit Vermilion hochgeschichtet und das war cool. Also sah cool aus, war scheiß Arbeit, aber... Und du? Ja, also ich habe mal so überlegt und ich glaube, die Miniatur, die müssen wir auf jeden Fall auch irgendwie einblenden oder so. Da müssen wir, Drehteil haben wir am besten noch. Waren die Harlekine, die ich damals mit dir zusammen gemacht habe. Ah, ja. Irgendwie 2016 oder sowas. Irgendwie 16, so, 17, ja. Irgendwie so. Da habe ich Harlekine gemacht und habe ich dann angefangen, mit Genie zusammen die Harlekine zu bemalen. Und die waren so ganz regenbogenmäßig. Und so und ganz viel. Und da haben wir zum ersten Mal so wirklich mit Farbverläufen gearbeitet. Ich habe zum ersten Mal auch so mit so ein bisschen Freehands gearbeitet. Absoluter Cringe. Ich habe komplett japanische Schriftzeichen über den ganzen Körper gemalt. Also, ne? Aber hat auf jeden Fall maltechnisch, ich glaube, das war so der Durchbruch. Also, ich finde so, man hat immer Figuren, wenn man die dann fertigstellt oder Projekte und dann ist das wirklich so, bam! Dann ist man auf einmal so ein ganzes Stück besser. Mhm. Ich glaube, bei mir war es damals der erste Primarch, den ich bemalt habe. Das war Horus. Mhm. Weil an dem habe ich ja wirklich irgendwie 18 oder 19 Stunden gemalt damals. Und ich hab den durchgemalt. Ich habe mich da abends, also beziehungsweise nachmittags hingesetzt und bis morgens früh durchgemalt, weil ich so eine Motivation hatte. Und der war so der Punkt, wo, das war so eines der ersten Modelle, die ich mir genommen hatte und gesagt hatte, den möchte ich jetzt richtig geil bemalen. Also der ist inzwischen schon 6 Jahre alt oder sowas. Und ich war so stolz auf den, auch wegen dem Leuchten am Gesicht. Und das war so das erste krasse Gesicht, das ich damals bemalt habe. Also inzwischen gucke ich mir den an und denke, kann ich besser. Aber das war so der Punkt, wo ich mir gesagt habe, ich möchte jetzt versuchen, geil zu malen. Wie und wo habt ihr euch alle kennengelernt? Ruben, René, Kashi, Genie, Chris, Bobo und seid zum Hobby gekommen. Was waren eure ersten Armeen und größten Fails? Ich glaube, das muss man so ein bisschen auseinanderbasteln mit dem Kennengelernten, ne? Ja. Also wir haben uns ja nicht alle gleichzeitig kennengelernt. Nee, also grundsätzlich kann man ja sagen, dass, ich glaube, du und Chris so die Ersten waren. Also ihr wart am längsten im GW, meine ich, weil Chris ja auch da gearbeitet hat. Also grundsätzlich, wir, Chris, Bobo, wir kennen uns alle über ein GW in Köln. Und Ruben auch. Ja, genau. Also ich meine, deswegen, wir, Chris und Bobo. Ah, okay. Beinhaltet ja Ruben. Ja, ja. Ich war auch schon da, als Chris und René da waren. Da war ich aber 12 oder so. Und okay, ja. Da waren die so 14, 15. Dann das war so dieser Kern, der da immer bestand. Und da war dann auch Bobo mit dabei. Und da bin ich dann ja auch später mit reingekommen. Und so eigentlich so der ganze Rest von unserem Freundeskreis. Und das heißt, da kennen wir uns halt teilweise schon seit, ja,
Lange, den Bobo kenne ich jetzt 9 oder 10 Jahre, ich glaube 9 Jahre. Ich glaub, du auch, Chris oder so, kennt euch aus 10, ja, ja, 12 also wir kennen Jahre, uns auch also ultra lange. Sehr, sehr lange. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, da hatte ich ein Spiel, als die Grey Knights damals neu rausgekommen sind, wo die ihren ersten richtigen Codex bekommen hat. Bevor ja, das war wild. Codex Dämonenjäger und dann kamen Grey Knights. Und dann habe ich gegen den, habe ich so ein Multiplayer-Match gespielt, da habe ich zum ersten Mal gegen den Chris gespielt im GW. Und damals hatte Chris noch weiße Haare und sah aus wie den Nenis. Oh, ja, stimmt. Ja. Nee, der sah aus wie, der wollte doch aussehen wie Dante. Ja, ja. Echt? Also ich würde ihn jetzt eher mit Quicksilver vergleichen. Ja, stimmt. Quicksilver ist eigentlich sehr gut. Also ich finde, das passt eigentlich am besten. Das passt wirklich. Aber die Frisur hat er wegen Dante gehabt. Okay. Ich, ja, hat er damals erzählt. Absolut. Vielleicht können wir ja irgendwann mal den alten, der hat, glaube ich, den alten Ausfass oder so damit. Yeah. Müssen wir ihn mal fragen. Hat er auf jeden Fall. Ja, und da habe ich gegen ihn gespielt. Da hat er Imperiale Armee gespielt und war damals schon salzig. Ja, und Kashi habe ich am Japan-Tag kennengelernt. Ganz zufällig haben wir uns da getroffen, festgestellt, dass wir beide aus Köln kommen und haben uns super gut verstanden. Und dann habe ich sie auch mit in den Freundeskreis genommen und dann hat sie auch irgendwann mit dem Hobby angefangen. Weil ich sie gezwungen habe. Ja, das ist besser. Okay. Ja, wie sind wir denn dann so grundsätzlich zum Hobby gekommen? Ja, Kashi habe ich dir jetzt schon erzählt. Ich bin einfach nur durch René ins Hobby gekommen. Ja, ich bin durchs Hobby gekommen. Ja, eigentlich mega witzige Geschichte. Ich habe so Stop-Motion-Filme auf YouTube geguckt mit 9 Jahren. Und dann gab es dann diesen einen Stop-Motion-Film. Da hat dann derjenige gemacht, irgendwie so gesagt, ah, die Warhammer-Figuren kommen zur Hilfe oder sonst irgendwas. Das ist also absolut schlimm. Und dann wollte ich auch Warhammer-Figuren haben für Stop-Motion-Filme. Ja, und das war's im Endeffekt. Ne? Und dann über den Laden genau, Figuren gekauft. Genau, und ab da ging es dann einfach nur, ja. Und bei dir? Ja, ich bin halt da vorbeigelaufen und ich war in Hannover, glaube ich, und da habe ich einen Games Workshop gesehen und da gab es Herr der Ringe-Figuren. Da war ich so, boah, krass. Und dann war das aber sehr teuer, dann durfte ich das nicht haben. Und dann bin ich in Köln irgendwie mit meinem Vater oder so nochmal an dem Laden vorbeigelaufen und war so, guck mal, das ist Warhammer 40k. Und mein Vater wollte dann auch nicht sagen, ja, kenne ich nicht, sondern war so, boah, stimmt. Dann sind wir da reingegangen und dann habe ich meine Eltern einfach so lange belabert, bis ich die Mine von Moria Starterbox gekriegt habe, weil Warhammer 40k durfte ich noch nicht haben, weil es zu düster war. Ja, war halt mit Waffen. Ja, ich war ja auch 10 oder so. Ja, gut. Ja, unser größter Fail. Unser größter Fehlkauf. Puh. Ah, ja, eine teure Mini gekauft und die zusammengebaut, gemalt, nutzlosestes, was ihr in der Armee hattet, oder Gelände gekauft, sich schnell ein Schema ausgedacht und dann daran verzweifelt. Das waren die Beispiele, die Steffen noch mitgenannt hat. Also ich glaube, wenn ihr das jetzt alles erzählt, dann sitzen wir noch ein paar Stunden hier. Ja, also ich würde ein Beispiel rausnehmen. Genau, ich habe auch ein Beispiel. Ich habe ein grandioses Beispiel. Und zwar in der 7. Edition Warhammer 40k gab es ja Formationen. Und da gab es eine Formation für Space Wolves mit Fenriswölfen. Das war so eine große Rudelformation. Und ich fand das so geil, dass ich wirklich hingegangen bin. Und ich habe 80 Fenriswölfe, 75 normale und 5 Cyberwölfe, gebaut, bemalt, gebastelt. Und habe dann erfolgreich ein einziges Spiel damit gemacht. Dann kam die 8. Edition und es gab keine Formation mehr. Ich habe sie immer noch alle. Das ist wirklich ein großer Fail. Ja. Ja, du hast wirklich so eine Ikea-Box, ne? Einfach ja, ich habe wirklich einfach nur Fenriswölfen. Eine Ikea-Box mit Fenriswölfen. Das ist total krass. Ah, oh, mein größter Fail. Das sind die Luftschiff-Orks. Auf jeden Fall sind es die Luftschiff-Orks. Oh ja. Oh ja. Das ist der größte finanzielle, projekttechnische Fail aller Zeiten ever. Also die meisten werden, das Video kommt Sonntag, ne? Ja. Das heißt, die meisten, also die du wirst die am Stream, das wusste ich noch gar nicht. Ich wollte dir am Stream zeigen, bei der Pyre of Shame Vorstellung. Okay, dann wissen die Leute ja schon teilweise Bescheid. Aber ja, genau. Aber ich muss euch dazu nur einmal kurz erklären, was da war. Ja, die Luftschiff-Orks war eine wundervolle Idee, als quasi, da war gerade diese Transition von 7. zu 8. Edition Warhammer 40.000 und man war in so einer Schwebe. Man wusste jetzt nicht, was mache ich jetzt, was baue ich, was für eine Armee ziehe ich auf. Und da habe ich mir gedacht, jetzt ist doch die Zeit, so eine richtig geile Conversion-Armee zu machen. Und einfach scheiß auf die Regeln, scheiß auf alles, kommen alles komplett neue Regeln. Ich mache jetzt Piraten-Luftschiff-Orks. Da habe ich mir ganz viele Sachen von den Karadrons gekauft und habe die dann mit Ork-Bausätzen verschwurbelt. Und das war einfach die teuerste Idee aller Zeiten. Hattest du dir nicht sogar so Forge World Piratenbits irgendwie noch dazu geholt? Es gab von Forge World auch noch so Teile, die du extra geholt hast. Ja, ich habe auch so unfassbar viele Grotsponsons gekauft und alles dann gemacht und habe dann halt diese großen Karadron-Schiffe dann entweder als, ich wollte die dann als Battle Wagon spielen oder als Truck oder als hier dieses,
Buggy oder wie auch immer das hieß. Ne? Auf jeden Fall, ne? So diese verschiedenen Sachen wollte ich alle spielen. Und es kam nie dazu, dass ich sie bemalt habe, weil dann hatte ich dann irgendwie dann doch keine Lust mehr drauf. Und dann wollte ich dann doch eigentlich die nochmal machen. Und dann beim Umzug ist es passiert. Clemens hat den Karton mit den Luftschiff-Orks in der Hand. Und ich sehe, und Clemens ist so ein Wackelhannes. Und ich weiß, und ich stehe da quasi in der Tür, sehe Clemens, wie er diesen Karton hochnimmt. Und in dem Moment, er nimmt ihn hoch und lässt ihn fallen. Und es klatscht auf den Boden. Überall springen diese Scheißspitze hin und her. Und genauso wie einfach gerade, wie diese Luftschiffe zerbrochen sind, ne, ist auch mein Herz zerbrochen. Und ich habe mir gedacht, ich werde dieses Projekt niemals in meinem ganzen Leben weitermachen. Und Clemens hat sich natürlich dementsprechend schlecht gefühlt. Und so, aber man kann ja auch nicht sauer sein. Ne, weil der hilft gerade beim Umzug und ist halt ein Upsi passiert. Aber alle Luftschiff-Orks wurden zerstört. Ihm tat das ja auch so leid. Aber ja, passiert halt, ne? Die Luftschiff-Orks. Irgendwann zwinge ich dich dazu, die nochmal zu machen. Bitte nicht. Wenn die Hobby-Knappheit weitergeht, hast du irgendwann keine Wahl mehr. Ich weiß ja, dass Bases auch damals schon ein großes Thema waren. Ich glaube, du hattest keine Lust mehr, weil du irgendwie beim Malen irgendwie so nicht zufrieden warst mit der Base und dem Gelb und so. Ja, es war auf jeden Fall, das war ein Projekt, das war in meinem Kopf, war das mega krass. Und ich hatte damals einfach noch nicht die Power, das umzusetzen. Also ich, so skilltechnisch ging es noch nicht. Heutzutage würde ich es wahrscheinlich hinkriegen, aber jetzt hätte ich keine Lust mehr. Tja. Okay, ja. Hatten wir deinen Fail schon? Das kann ich nicht mehr toppen. Jetzt also, musst du aber trotzdem sagen. Ich hab halt nicht wirklich einen Fail. Also, irgendwas gekauft, halt, was ewig rumliegt. Du hast die Green Stuff Nurgle-Marines. Ja, die habe ich ja gemacht, als ich 12 war, ne? Ja, stimmt. Ich glaube, das zählt nicht so richtig. Also, wenn wir jetzt anfangen von, als wir 12 waren. Ja, gut, ja. Ja, ja. Ich hab halt irgendwie zweimal Blood Angels gekauft und dann halt nicht mehr gemacht und dann wieder verkauft. Mhm. Aber ich habe die trotzdem gebaut, gebastelt, angefangen zu malen und gespielt und dann halt wieder verkauft. So, der Frederik hat sich noch ein paar Fragen ausgedacht. Fangen wir mal mit der ersten an. Wenn du im 40k-Universum leben müsstest, was wärst du am liebsten, beziehungsweise am liebsten nicht? Ach, also am liebsten nicht ist, glaube ich, sehr einfach. Fast alles. Ja, was wäre man denn am liebsten im 40k-Universum? Oh, ich glaube, eigentlich ist so ein Eldar sein, glaube ich, ganz nice. Also, weil, ganz ehrlich, also so, du lebst ultra lange. Und vielleicht nach 300 Jahren kommt dann irgendeine Schwarmflotte und isst deine Craftworld auf. Aber du hattest wundervolle 300 Jahre. Also. Ich glaube, ich wäre einfach gern so ein Necron-Overlord. Auch im Endeffekt unsterblich. Chillt so ein bisschen. Hat so ein paar seine Necron-Boodies dabei. Ich wäre gern vom Jeans-Jeder kalt. Das wäre so ein Ding gewesen, wo ich gesagt hätte, das wäre ich am wenigsten gerne. Ja, aber das Geile ist doch, wenn man im Jeans-Jeder kalt so dritte, vierte Generation ist irgendwie, dann ist man die ganze Zeit schon so, ach, bald geht's los. Und man ist halt glücklich, weil es dieses Schwarmbewusstsein ist und so. Muss man sich gar nicht viel Gedanken machen. Ja, kann so ein bisschen die Oberschicht angreifen. Das Schwarmbewusstsein ist bestimmt eigentlich ganz nett, wenn man da so mit drin ist. Ja. Ne, weil man sich nie allein fühlt. Ja, ja. Man lebt für immer weiter in dem Schiff, wenn man dann schön in die Tümpel da reingezogen wird. Geil. Schön in die Säure-Auflöse-Tümpel. Ja. Schön, ist ja wie ein Wellnessbad. Ne? Ja. Wie so ein Onsen. Ja, da lebt man nicht weiter, glaube ich. Okay. Oh, oder ein Dämonenprinz. Ah ja, okay, aber das ist ja schon wieder so ultra high class. So ein Lord of Change oder so. Ja. Das wäre schon geil. Hm. Aber wir dürfen ja alles sagen. Ist ja egal, was high class ist, ne? Ja, der ist ja eigentlich dann auch einfach so ein wahrscheinlich ist auch ein Warboss sein sehr witzig. Wahrscheinlich schon. Wenn du so unangefochten der Warboss bist. Er muss halt auch schon so ein krasser Warboss sein, ne? Ja, ja, muss, ne? Ist doch aber witzig, dann kannst du allen sagen, was sie machen sollen. Und alle essen. Ich glaube, für dich wäre es sehr schlimm, weil du die ganze Zeit alle anderen scheitern siehst. Wenn ich ein Warboss wäre, wäre ich dann quasi nicht die verrückte Katzenlady, sondern so die verrückte Gretchen-Lady und hab dann so meine neuen Gretchen. Squick? Die verrückte Squick-Lady. Stimmt, ja. Ich wäre die verrückte Squick-Lady wahrscheinlich. Ja, dann, nur wenn du Leute mit Squicks bewirfst, dann wird das sehr, sehr schwer sein. Mit diesen Bomben-Squicks. Ja. Ja, ist doch super. Okay. Oh Mann. Dann haben wir ebenfalls von Frederik die Frage, ist es noch Spaß bzw. Arbeit? Wechselt es von Auftrag zu Auftrag oder schiebt es sich während eines Auftrags? Mhm.
Ich glaube, es kommt sehr auf den Auftrag tatsächlich an. Also es gibt wenig Aufträge, wo ich zumindest persönlich sage, oh, das ist jetzt echt Arbeit. Es gibt natürlich Aufträge, die sich ziehen, weil sie eventuell sehr aufwendig sind oder jetzt vielleicht nicht meine Lieblingsfarben benutzen muss, weil die irgendwie nervig sind aufzutragen. Aber eigentlich finde ich an jedem Auftrag noch Spaß. Besonders, wenn ein Auftrag sich so weit entwickelt hat, dass du so langsam siehst, wo es hingeht. Also wenn du schon was gemacht hast, siehst du langsam, es geht dem Ende entgegen, es wird geil und ja, also eigentlich würde ich sagen, es ist immer noch mehr Spaß als Arbeit. Ja, bei mir ist es immer beides, auf jeden Fall. Also jeder Auftrag hat immer Sachen, die mich absolut nerven. Mhm. Also wenn ich irgendwie eine Maschine bauen könnte, die Grundfarben auftragen würde, ich wäre sehr, sehr glücklich, aber auch sehr, sehr arbeitslos wahrscheinlich dann. Ne? Auf jeden Fall, ja, es gibt ein paar Sachen, die sind cool, aber an sich ist es halt immer, ist es halt Spaß, ist es Leidenschaft. Ich glaube, sonst könnte man das auch nicht, also weil wir arbeiten sehr, sehr viel. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie 4 Tage die Woche ein bisschen malen oder sowas, sondern wir malen jeden Tag. Jetzt seit das, also jetzt, ja, eigentlich seit einem Jahr ist, ja, malen wir wirklich fast 7 Tage die Woche. Also, ja, ne, vielleicht nicht immer 8 oder 10 Stunden, mal auch so 3 oder sowas, aber wir malen jeden Tag an Aufträgen. Also die Angst, dass ich irgendwann keine Lust mehr habe zu malen, ist inzwischen, glaube ich, einfach, kann gar nicht mehr passieren. Ist einfach der Routine entwichen. Genau. Wäre jetzt auch echt doof, wenn. Ja, ja. Genau so nach einem Jahr. Nö, ach, doch nicht. Nö. So, kommen wir zur nächsten Frage. Warum denkt ihr, wollen andere Studios ihre Preise nicht offenlegen und warum habt ihr es gemacht? Also grundsätzlich, wir haben unsere Preise einfach offengelegt, weil wir wollen da einfach durchsichtig sein, wir wollen das nicht verheimlichen, weil für uns ist es irgendwie so, hey, wenn du dir Figuren bemalen lassen möchtest, musst dir bewusst sein, das ist Kunsthandwerk, das ist wirklich Arbeit, die dahinter steckt und dementsprechend kostet das auch. Ich weiß nicht, warum bestimmte Studios die verheimlichen, ob sie sich schämen oder das irgendwie nicht einfach zeigen wollen. Ich weiß nicht, ob es ihnen peinlich ist oder sie es einfach nicht, quasi, dass man es nicht kopiert. Das kann natürlich auch einfach sein. Mhm. Aber für mich ist es ist ein Handwerk, es ist Kunst. Sowas hat nun mal halt seinen Preis. Und ich lege es halt einfach offen, damit ich halt nicht dieses Geheimnistuerische habe. Weil dann ist es halt einfach direkt eine andere Kommunikation. Weil es ist halt so, ich schäme mich nicht für den Preis, den ich für ein Modell nehme. Weil es nun mal halt die Arbeit ist, die bezahlt werden muss. Ja, besonders ist es ja jetzt nicht so, dass es so ein Preis ist, wo du letzten Endes irgendwie auf so einen ultra krassen 40, 50 Euro Stundenlohn kommen würdest. Nein, deswegen. Ne? Also alleine so das. Ich glaube, also weshalb ich halt auch die Entscheidung getroffen habe, yo, wir wollen auf jeden Fall die Preise offenlegen. Es war mir ganz wichtig, dass wenn man auf die Website geht oder generell, dass man halt sofort weiß, was man kriegt. Dass man halt, weil ich finde, diesen Step erstmal nachfragen, wie viel kostet das denn, ne, ohne dass ich überhaupt eine Idee habe, wie viel das kostet, das ist immer anstrengend. Ich würde auch nicht in ein Restaurant gehen, das keine Preisliste hat. Wenn ich erstmal fragen muss, was mein Schnitzel mit Pommes mich überhaupt kosten würde. Da kann man sich normalerweise nicht leisten. Ja, genau, ja, genau. So, und dann habe ich auch gar keine Lust, mich erstmal reinzusetzen und nachzufragen, weil dann bin ich auch irgendwo gezwungen, ah, jetzt sitze ich ja schon da, jetzt habe ich ja schon irgendwo gefragt. Und deswegen, ich möchte einfach vor einem Restaurant stehen können, sehen können, was würde es mich kosten, hier zu essen. Und dann kann ich direkt für mich entscheiden, möchte ich überhaupt reingehen oder gucke ich mich erstmal weiter um. Ja. Paul, ist ja auch auf der einen Seite, hast du dann die Leute, die dann den Step machen, nicht anzufragen, weil die denken, es ist zu teuer. Mhm. Und auf der anderen Seite hättest du wahrscheinlich aber auch dauernd Leute, die fragen, was es kostet, aber halt denken, dass es viel günstiger wäre. Und dann bearbeitest du halt die ganze Zeit Anfragen von Leuten, die halt denken, dass du halt für Leute, die halt schwarz malen oder so auf Facebook. Ja, genau. Ja. Malen. Irgendwie solche Preise. So, das stimmt auch. Das, es filtert natürlich nochmal krass raus, das stimmt. Ja. Gut, dann. Welche Armeen würdet ihr euch noch gerne zulegen? Geld und Zeit sind kein Faktor. Ui, schwierig. Also ich habe mir jetzt erstmal die Harlekine gegönnt. War auch tatsächlich eine Armee, die ich nie gedacht habe, dass ich sie mache. Jetzt, um mal bei 40k zu bleiben, habe ich eigentlich grundsätzlich das Ding, mich interessiert jede Armee, ich würde jede Armee eigentlich gerne mal machen, außer 2, und das sind Orks und imperiale Soldaten, die interessieren mich gar nicht. Ja. Ansonsten sehe ich mich eigentlich bei jeder Armee. Und bei AOS sind es eigentlich auch einfach nur normale Menschen und Orks. Also ich weiß auch nicht, irgendwie finde ich das zu 0815. Boom. Ja, ich hätte irgendwann gerne so die komplette Chaos-Kollektion. Also so jeder Gott irgendwie so ein bisschen was. Jede Legion so ein bisschen was. Aber wenn Geld und Zeit keine Rolle spielt. Mit Marines und Dämonen?
oder? Ja, ja, einfach alles, einfach das ganze Paket. Und ja, sonst bin ich eigentlich zufrieden mit Jeanstack halt noch. Mehr brauche ich nicht. Ich habe noch bei AOS, dann will ich noch irgendwie, wenn AOS dann eine neue Edition kriegt oder so und es vielleicht ein bisschen cooler zu spielen ist. Mhm. Flash Eater Curls finde ich cool. Und bei Bushido will ich den Wolf Clan, Open Rebellion. Yes! Mit den Hasen am Gürtel. Mit den Hasen am Gürtel. Alles klar. Genau. Ja. Ich will viel zu viel. Ich lasse mich halt so schnell für Projekte begeistern. Ich will, wie gesagt, das habe ich auch mal in diesem 30 Sekunden Neujahrsvorsätze gesagt, ne? Aber mittlerweile ist noch Death Guard dazugekommen. Ich will auf jeden Fall, also Sorus, Death Guard. Eigentlich will ich noch irgendwie mal Thousand Suns irgendwann mal machen. Ich will Dämonen noch erweitern, dass ich irgendwie noch diese Keeper of Secrets Listen spielen kann. Doch ein Lord of Change. Ich will, vielleicht mache ich doch auch wieder Orks, weil wir jetzt so einen Ork-Auftrag am Start haben. Und es hat mir doch sehr, sehr gut gefallen, die zu bemalen. Hat Spaß gemacht. Gut, wenn ich dann jetzt später 80 Boys bemalen darf, habe ich wahrscheinlich keinen Bock mehr drauf. Ich wollte gerade sagen, warte erstmal, ist das. Ja. Bushido will ich unfassbar viel bemalen. Ich habe so viel Bock, einfach das zu machen. Ich will meine gesamten Schaswasti machen. Ich will. Also wirklich, ich habe wahrscheinlich bis zu meinem Tod genug Projekte. Worldbearers auch irgendwann mal, auf jeden Fall. Ich bin komplett in einem Hobbysumpf verschwunden. Wir haben also quasi nicht genügend Lebenszeit, um jemals alles zu machen, was wir jemals machen wollen. Sind wir uns da einig? Okay, Ruhm vielleicht schon. Ich meine, theoretisch ist es machbar. Also auch viel. Wirklich, ja, das alles, stimmt, ne? In dem Tempo, in dem ich Ja, stimmt. Jetzt kommt eine sehr schwere Frage, zumindest für mich. Deswegen lasse ich euch da, glaube ich, mal den Vortritt. Was ist euer Lieblingsessen? Boah, das ist richtig schwer. Ich esse einfach gerne. Ich liebe Essen. Ja, ich auch. Und das ist das Problem. Also, ich esse zum Beispiel super gerne, jetzt mache ich doch den Vortritt. Ich esse zum Beispiel furchtbar gerne Curry. Ich esse gerne Curry. Das Curry von dürfen wir jetzt sagen, auf YouTube auch, ne? Marken. Ja, aber die bezahlen uns nicht, deswegen sagen wir es nicht. Jedenfalls, es gibt so Currypasten, die man kaufen kann, die mache ich dann immer mit Kokosmilch und Reis und Hähnchenfleisch und das esse ich super gerne. Ich esse aber auch super gerne, das koche ich morgen tatsächlich, also vor ein paar Tagen, wenn ihr das Video seht. Das sind so Nudeln mit Hähnchenfleisch und so Champignon-Rahmensoße, das esse ich auch total gerne. Also generell esse ich eigentlich alles super gerne so mit Reis und Nudeln und dann irgendeiner geilen Soße, wo noch Fleisch mit dran ist. So, das ist eigentlich so. Aber Reis ist einfach geil. So, Reis ist einfach die beste Beilage, die es gibt. Ja. Weil absolut. Reis einfach mit jeder Soße sich so richtig geil vermanscht und dann, egal ob es eine Rahmensoße ist oder Curry oder irgendwas, ist immer geil. Du bist absolut in deinem Element gerade wieder, ne? Ich rede halt gerne über Essen. Ich merk's. Oder halt auch einfach richtig schön schlicht, so ein richtig geiles Steak. Oh ja, ist auch lecker. So richtig geil auf so einem Holzkohlegrill, schön scharf angebraten auf beiden Seiten, dann nochmal in den Ofen, wie du es halt in so einem richtig geilen Steakhouse bekommst. Jetzt habe ich Hunger. Ich mag eigentlich auch viel, ne? Ja. Aber also gerne auch mal so ein bisschen exotischere Sachen. Mhm. Gerne asiatisch. Gern so Rahmen. Oh, ja, Rahmen. Ja. Hauptsache alle gerade so Rahmen. Ja, also das ist auch so ein Ding im Freundeskreis gewesen. Als die Restaurants noch auf hatten, sind wir ständig zu diesem einen Rahmenladen hier in Köln und haben da immer zusammen gegessen. Den können wir sagen. Das ist Tacke so. Ja. 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 Weil das ist keine große Firma, für die wir Werbung machen, sondern das ist ein richtig kleiner, geiler Rahmenladen in Köln. Ja. Beste Rahmen, Tantanmen. Ja. Boah. Tacke so. Ja, ist halt so schwierig, ne? Also ich habe gar nicht so ein richtiges, das ist mein Lieblingsessen. Ja, ich sag jetzt einfach Curry. Ja, sondern ich, keine Ahnung, ich esse total viel gerne und ich koche auch gerne und so und dann wechselt man immer so durch. Mhm. Und ja, eigentlich mag ich fast alles. Ja, ich mag alles, was ich koche. Also. So, dann die nächste Frage. Was wünscht ihr euch für das Bemalstudio in diesem Jahr und den nächsten 5? Das ist eine kleine Abwandlung der Klassiker-Bewerbungsfrage. Ach, das Studio. Ja. Ja, was wollen wir mit dem Studio? Ja, kann man das eigentlich so sagen? Also so, ich sag mal, was wir uns erhoffen? Ja, eigentlich schon. Es gilt ja so auch in die nächsten 5 Jahre in die Zukunft. Was auf jeden Fall unser großer Traum ist, ist ein eigenes großes Büro mit Angestellten, mit Raum, wo wir wirklich Platz haben, geile Sets zu bauen zum Filmen, dass wir wirklich Hintergründe haben für Interviews, für bestimmte Formate, generell Formate auf YouTube, dass man dauerhaft irgendwelche speziellen Sachen hat, die in Seasons laufen, wo du immer weißt, hey, dann und dann kommt das, so ein bisschen wie im
Fernsehen? Bisschen wie im Fernsehen. Ja, würde man sagen. Ne? Ja. Also ein bisschen mehr Richtung Fernsehproduktion da gehen. Auch generell nochmal von der Qualität mehr wachsen. Mehr Kameras, mehr Equipment. Wir träumen von geilen Lampenschienen an den Decken, dass man Räume komplett ausleuchten kann, wie man will. Also wir planen groß und gucken einfach mal, was die Zukunft bringt. Und ich glaube, das ist eigentlich auch schon das Beste, was man dazu sagen kann. Wir haben Bock, wir planen und wir gucken einfach mal, was kommt. Das Ding ist halt, wir könnten jetzt, glaube ich, wenn wir die Stunden aufrechnen würden, die René und ich oben im Garten saßen und darüber gesprochen haben, was man alles machen könnte für Produkte, YouTube-Formate und so weiter, da könnten wir jetzt 5 Stunden hier auf jeden Fall reden. Alleine über die Livestream-Formate, über die wir schon gesprochen haben, da könnte man schon fast 3 Stunden füllen. Ja. Also. Aber wir wollen ja auch nicht zu viel versprechen und zu viel teasen. Genau. Ja. Aber es ist auf jeden Fall sehr viele gute, große Ideen und mal gucken, was klappt. Ne? Ja, komplett. Also ich würd halt auch sagen, wenn ihr Paintomancy jetzt in diesem, also gut, wir machen jetzt den Medienkram noch nicht ein Jahr, sondern seit 8 Monaten oder was war das jetzt? 8, 9 Monate oder so. Ne? Wenn ihr Paintomancy jetzt schon richtig cool findet, dann kann ich nur sagen, die nächsten Jahre werden mega krass im Vergleich. Und eventuell wird dieses Jahr auch noch einiges Cooles passieren. Ja. Bleibt gespannt. Okay, gut. Dann sind wir mit den Patreon-Fragen durch. Ach, die Patreon-Fragen, dann kann ich ja endlich eine vorlesen. Ja, jetzt kannst du endlich. Es ist soweit, Ruben. Ich glaube, ich hänge dann mal. Ich weiß auch schon, welches ist. Seid ihr schon mal in einem Flugzeug geflogen? Ja, und ich hasse es. Jedes Mal. Ja. Ja, ich auch. Ich hasse Flugzeugfliegen. Ich finde, das ist die dümmste Idee aller Zeiten. So ein Stahlgerät zu bauen, dann setzt man sich da rein und dann ist das irgendwie 3000 Meter in der Luft. Das ist doch verrückt. Ich hasse es auch. Also es ist auch jedes Mal, wenn ich fliege, die Hölle. Und wir sind vor 2, 3 Jahren oder so nach Boa Vista, also Afrika, Inseln, Äquatorhöhe geflogen. Und es hat 6 Stunden gedauert. Und der Rückflug war die Hölle, weil das Flugzeug halt wirklich permanent unter 3 Meter freigefallen und dann wieder... Und ich hatte Es war sehr witzig, ich fand es auch unangenehm, aber weil Genie so viel Panik hatte, fand ich das die ganze Zeit super witzig und musste immer lachen. Und René hat sich schön ans Fenster gequetscht. Das heißt, ich saß immer an diesen Dreiersitzen in die Mitte gequetscht und ich hatte beim Hinflug und beim Rückflug natürlich das Glück, dass ich so ein Manspreader neben mir hatte, der halt einfach so breitbeinig da saß, dass ich im Endeffekt so... Ja, das war nicht schön. Ich hasse Fliegen. Ja, ich bin öfter als zweimal geflogen und ich glaube, meine Angst vom Fliegen kommt daher, dass ich früher immer auf so einer Nordseeinsel Urlaub gemacht habe und da musste man mit so einem Segelflugzeug drauf fliegen. Oh. Ja, gut, das und ist das dann, ist das Schlimmste. Ja, ja, dann wahrscheinlich kommt das wirklich daher dann. Wo so 3 Leute drin sitzen und da denkst du dir so, wenn die Leute sagen, Flugzeug ist das sicherste Transportmittel der Welt, ja, aber das Segelflugzeug jetzt nicht unbedingt. Es wundert mich vor allem, da ich es eigentlich total in den Genen haben müsste, weil mein Opa hatte sogar einen Pilotenschein und einen eigenen Sportflieger. Mein Opa war auch Pilot. Warum aber im Zweiten Weltkrieg, deswegen ist es vielleicht sehr traumatisch in den Genen. Nee, mein Opa ist tatsächlich einfach nur Sport geflogen nach dem Weltkrieg. Also der ist einfach nur als Hobby auf dem Flugplatz geflogen, weil er Bock drauf hat. Ja, also ich finde Fliegen nicht so schlimm. Ich hasse es. So, René. Ich gehe jetzt einfach von oben durch, ne? Ja. Ja, dann ist ja dann quasi das Freshste überhaupt. Was sind eure Lieblingsarmeen in 40k? Oh, schwierig. Also eigentlich würde ich Chaos sagen, aber ich habe mich so mit dem Jean-Stealer-Cult angefreundet. Ja, ich würde auch sagen. Ich glaube auch, das ist einfach, ne, mit denen kannst du dich einfach richtig identifizieren. Ja. Ja, bei mir sind es einfach ganz klar, Ada. Ich mag einfach die Ästhetik und Entschuldigung, ich musste refreshen, weil ich sehe die Frage nicht, die du gerade. Red einfach weiter, ich lasse das drin. Okay. Ich seh wirklich die Frage nicht. Also bei mir sind es auf jeden Fall die Elder. Ich liebe die Ästhetik. Ich mag eigentlich den Spielstil, auch wenn die momentan irgendwie sich so ein bisschen komisch anfühlen und so. Aber ich bin mir super sicher, dass wenn die einen neuen Codex kriegen, die einfach wieder giga-broken sind und dann kann man wieder Leute mit Scatterlasern komplett den Tag versauen. Deine Lieblings-40k-Armee? Oh, das ist schwierig. Ich liebe natürlich meine Necrons, sonst würde ich die nicht so machen. Eigentlich sind meine wahre Liebe ja Dämonen. Aber irgendwie sind die gerade nicht so meins bei 40k. Irgendwie so die Spielart,
Also, glaube ich, würde ich gerade aktuell sagen Necrons und mal gucken, was die Harlekine so bringen. Hm. Ja, dann darf ich. Nee, wer liest jetzt vor? Ich lies vor. Ja, Genie liest vor, ne? Genau. Wir haben als nächstes die Frage: Wie viel Zeit steckt ihr in eure eigenen Miniaturen? Oh, das ist super interessant. Das ist sehr interessant. Ich fange einfach mal an. Ja. Tatsächlich meistens weniger als in die von Aufträgen. Also, ich habe immer so ein, ich glaube, das ist auch für dich so, so eine Prioritätsskala. Und zwar, erstmal müssen natürlich die Aufträge von Kunden fertig werden und dann mein Privatkram ist dann irgendwo hier unten. Mhm. So. Und gerade bei meinen Armeen versuche ich mittlerweile eher effektive Farbschemen zu finden. Also jetzt zum Beispiel bei den Korndämonen einfach irgendetwas, was schnell geht und cool aussieht trotzdem. Und wenn ich dann irgendwie mal ein Modell habe, wo ich sehr, sehr viel Zeit reinstecke, dann dauert das auch sehr, sehr lange, bis das fertig ist. Aber wenn ich jetzt nicht auftragsmalen müsste, sondern zum Beispiel nur YouTube machen würde oder so, dann würde ich wahrscheinlich schon pro Modell, ich sag jetzt mal, hätte ich jetzt kein Problem damit, irgendwie, sagen wir mal, so ein 10er Intercessor Squad pro Intercessor so 1,5 Stunden oder sowas reinzustecken. Mhm. Dann wären die halt richtig sick, aber hätten auch richtig lange gedauert. Also muss ich auch sagen, wenn ich jetzt nicht auch noch auftragsmalen würde, dann würde ich halt wirklich meine Miniaturen eigentlich alle so durch die Bank weg so wahrscheinlich Level 4, 5 bemalen, also so das Beste, was ich kann, weil ich habe nichts anderes zu tun. Aber was ich bei meinen eigenen Miniaturen merke, ist auch so ein bisschen, was René sagt, ich stecke da nicht so viel Priorität rein und ich mogel sehr viel. Also wo ich bei den Aufträgen wirklich gucke, dass wenn es Level 3 ist, ich wirklich alle schönen Details rausarbeite und wirklich alles am Modell Level 3 ist, so sehe ich bei meinen eigenen Figuren, dass ich unglaublich viel so, ja, Sachen, die nicht so wichtig sind, einfach so Grundfarbe tusche. Also wirklich auf einem Modell sind so gefühlt alle Level vertreten, so, weil dann das Gesicht wird dann noch richtig krass, aber so die Hose ist so überhaupt nicht geil und deswegen ist es super schwer, auch wenn dann Leute beim Monatsmaler fragen, oh cool, ich mag deine Necrons, was für ein Level wären die denn so? Also 1 bis 5? So alles? Keine Ahnung. Einfach so, ich bin damit zufrieden, ich kann damit spielen und es hat mich nicht zu viel Zeit gekostet, die ich einfach auch dann gerne in eure Miniaturen investiere. Ja, ich bin ja auch eher Team Battle Ready. Ich kann ja auch nichts anderes. Aber ja, wie viel Zeit? Also ich habe mal Bock, irgendwie ein bisschen mehr krasser zu machen. Aber im Moment ist es eher so, ich versuche die Sachen einfach fertig zu kriegen, dass man damit spielen kann. Ja. Ja. Ja, deswegen eher so Medium Zeit. Ja, die nächste Frage, die hat Genie konsequent ignoriert, die nehme ich aber trotzdem rein, weil ich die witzig finde. Warum glaube ich, dass es genauso abgelaufen ist zum Stream-Ankündigungsvideo? Und ja, es geht schon sehr in die Richtung. Ja. Ich war mit René im Discord und René hat so gesagt, ah, wollen wir nicht irgendwas zum Geburtstag machen? Und dann war ich so, ja, können wir mal schauen, vielleicht machen wir so ein Q&A-Video. Und René so, nee, weißt du was, wir machen einen 24-Stunden-Stream. Und jede Stunde verlosen wir was. Ja. Ich war da so, pff, René, wie sollen wir das denn machen? Und ja, eigentlich wollten wir auch noch einen Live-Battle-Report machen. Ja. Das haben wir getestet, aber das entspricht halt einfach nicht unseren Ansprüchen, nee. Wie das im Moment geht. Das ist wahrscheinlich dann halt erst möglich, wenn wir in unserem richtigen Studio irgendwann sind und so. Ja. Aber ja, also es war auf jeden Fall, ging sehr in die Richtung und ich musste René ein bisschen bremsen. Ja, aber total, vor allem ich hatte dann auch gedacht, so, okay, ja, 24 Stunden, kann man machen. Ja komm Ruben, dann lass uns doch quasi einfach unser Monatsziel komplett nur in dem Stream malen. Und ich war quasi so, okay, dann machen wir halt 24 Stunden, machen eine Torte, aber machen quasi einfach nur einen langen, längsten Maltisch, quasi der längste Maltisch. Und dann kam René an. Ah, wir könnten ja Battle Report machen, wir könnten ja ein Quiz machen, wir könnten ja Interviews machen, wir könnten eine Bobo-Cam machen. Und Ruben und ich die ganze Zeit so. Ich dachte halt auch so, weil ich war erst so 24-Stunden-Stream, ja. War ich so, oh, finde ich cool, das wollte ich immer ja. machen. Weil ich dachte so, wir malen halt 24-Stunden-Monatsziel mhm. und machen irgendwie so 1000 ja. Punkte in 24 Stunden. Da war ich so, oh geil, dann, da wusste ich noch nicht, dass die Lieferprobleme kommen. Mhm. Dann kaufe ich mir irgendwie eine Tau-Armee und male die in den 24 Stunden an. Und dann kam René und war so, nein, wir machen da alles. Wir machen ja, also ich wollte halt eine richtige Show. Ich wollte ja. eine richtige Show. Ich kann dir schon sagen, dass wir gar nicht zum Malen kommen werden. So gut wie gar nicht. Ja. Ja. Beziehungsweise nicht gekommen sein werden. Ich meine, ihr seht das Video einen Tag nach dem Stream. Ja, ja. In den letzten 2 Stunden können wir bestimmt noch ein bisschen malen. Da haben wir wahrscheinlich keinen Bock, da hängen wir nur noch so. Okay, dann, ja, der Mika hat auch eine Menge Fragen gestellt. Ein richtiger Block, ja. Ja,
Dann fange ich mal an. Ist der Bemalservice rentabel? Also lohnt es sich finanziell, so wie ihr euch das vorgestellt habt? Ich würde sagen, ja. Wir ja. können definitiv zufrieden sein. Wir können so malen, dass wir alle Kosten gedeckt bekommen, dass wir jetzt nicht am Existenzminimum leben. Wir sind jetzt auch nicht super neureich. Nee, das ist das Ding. Das ist also, auf gar keinen Fall. Also man wird, so wie wir das jetzt gerade aktuell machen, auf gar keinen Fall reich damit. Aber es reicht zum Leben. Ja, genau, das würde ich auch sagen. Also wenn ihr irgendein Startup machen wollt, dann macht nichts im Hobbybereich, Leute. Kann ich euch aus Erfahrung sagen. Ist schwierig, ist schwierig. Ja, vor allem, da muss man ja auch noch dazu sagen, es ist zwar so, dass ihr die Kosten gedeckt kriegt, aber es ist ja trotzdem noch so, dass ihr wirklich unfassbar viel arbeitet dafür. Ja. Also wenn man das alles hochrechnet, ist der Stundenlohn, glaube ich, gar nicht mal so geil. Im einstelligen nee. Bereich, unterem. Ja. Also ist wahrscheinlich, also ist wirklich echt nicht viel. Also wenn man jetzt denkt so, boah, die kriegen jetzt irgendwie, keine Ahnung. Ja, aber man sieht halt immer so die Preise genau. von Normalservice von außen und denkt sich, boah, ist das teuer. Und boah, da verdienen die aber richtig viel Asche mit dem Malen. Mhm. Aber nee, ist halt, also ich weiß ja, wie viel ihr malt und ja. Das ist, ja, das ist halt so. Und ihr wohnt ja jetzt auch nicht in einer riesig großen Wohnung so, sondern. Wir haben 50 Quadratmeter. Ja. Ja. Ja, das ist schon, ist auf jeden Fall schon krass, ne? Aber ja, zum Glück klappt das alles. Und zum Glück ist jetzt wieder Autorennen vor der Tür. Wobei man auch sagen muss, dass es sehr viel dank euch klappt, ne? Dadurch, dass wir halt auch Social Media haben, dass man da natürlich dann auch einfach Leute hat, die einen unterstützen, und das hilft auch sehr. Ich glaube, wenn wir da wirklich nur pur Painting-Studio wären, wäre es nochmal was schwieriger. Wäre schwierig auf jeden Fall. Besonders jetzt gerade zu Corona-Zeiten. Ja. Ist natürlich jetzt auch nochmal ein Ding, ne? Aber ich glaube, da kommt auch so eine Frage in der Richtung. Ja, dann machen wir die nächste. Ja. Lieblings-40k-Fraktion und weil es nicht fehlen darf, Lieblings-Space Marine Orden und Primarch. Na, das hatten wir schon. Ja, Fraktion hatten wir schon. Dann machen Fraktion wir noch Orden, genau. Orden und Primarch. Mhm. Ja, kurz und knapp. Quickshot. Lehman Ross. Ja. Ja, darf ich auch was sagen? Ja. Black Legion und Abaddon. Ist okay. Kein Primarch, ich weiß. Okay, okay. Aber die Antwort ist zum Provozieren. Okay. Lorga und Wordbearers. Lorga und Wordbearers. ja. Wie belastend ist für euch der Drang, immer neues Zeug zu kaufen, und wie versucht ihr es in Schach zu halten? Was könnt ihr im Hobby zum Beispiel einfach nicht Nein sagen? Events, Releases, Essentials oder sonstiges drumrum sein. Oh, Ruben. Es ist ganz schwierig, zumindest bei mir, was neue Releases angeht. Sei es jetzt Infinity, also ich bin so jemand, der, wenn für eine meiner Infinity-Fraktionen eine kleine neue Box rauskommt, bin ich eigentlich direkt so kaufen, weil kostet ja eigentlich dann immer nur so 20, 30 Euro. Bei Infinity sind die Sachen ja nicht so teuer. Bei Star Wars Legion ist es immer so, was Neues von Klon, kaufen. Weil einfach kaufen, weil du musst. Weil ich es kaufen muss, sonst kriege ich es für 2 Jahre wieder nicht. Bei Warhammer muss ich mich auch oft zurückhalten. Zum Beispiel jetzt beim Slaanesh-Release habe ich es geschafft. Da habe ich mir jetzt nur Siegwald bestellt. Nichts sonst erstmal drumherum, weil erstmal es dauert lange, bis es ankommt. Stimmt, das ist das, was mich gerade zurückhält, ist, dass es nicht ankommt, und mein Geldbeutel. Das sind eigentlich so die einzigen Dinge, die mich zurückhalten. Und wenn normalerweise keine Lieferprobleme sind, dann ist es immer so das schlechte Gewissen, dass ich ja leider auch gerne mal Klamotten kaufe. Und das auch recht teuer ist. Aber man kann nicht jeden Monat sich ganz viele neue Klamotten kaufen und ganz viel neues Plastik. Das ist so. Und dann muss ich immer, kaufe ich jetzt dieses schöne Kleid oder kaufe ich mir jetzt dieses neue Warhammer-Release? Ja, Ruben. Ja, bei mir ist es halt auch ähnlich. Ich habe viel zu viele Interessen, als dass ich die alle bezahlen könnte. Also, es ist halt nicht nur Warhammer, sondern man kauft ja auch Kamera-Equipment, man geht irgendwie auf Konzerte, man kauft Platten und so weiter. Kauft sich mal wieder ein Leak-Skin, ne? Kauft sich mal ein Leak-Skin, Essen. Essen gehen auch. Ja, ne? Ja, das fand ich halt. Und deswegen muss man da immer echt gucken, wo gibt man jetzt sein Geld aus. Und bei Hobbysachen bin ich tatsächlich so, ich überlege immer sehr, sehr lange, was ich kaufe. Und der René kann ein Lied davon singen, wie oft ich René früher genervt habe. Das Witzigste war, als ich nicht mehr im GW gearbeitet habe, du aber noch da gearbeitet hast. Und dann musstest du immer meine Fragen beantworten. Und dann war ich immer so, ach nee, was kaufe ich mir denn jetzt? Ja, das stimmt. Wir sind da so eher so Impulskäufer und du bist wirklich eher so der lang überlegte. Und so wochenlang habe ich den René damit vollgelabert, bis ich irgendwann. Mega dann, schlimm. Ja. Und dazu muss man auch noch so, ich habe halt immer versucht, irgendwie Hobbysachen zu verkaufen.
damit ich mir neue Hobbysachen kaufen kann. Mhm. Damit ich halt nicht irgendwie einfach mein ganzes Geld für Hobby ausgebe, weil das kann halt wirklich schnell ausarten. Da muss man echt aufpassen. Ja, muss man auch. Ja. Ich weiß, wovon ich rede. Also bei mir ist es, neue Sachen sind bei mir auf jeden Fall auch immer so ein Ding. Also Star Wars Legion kaufe ich immer alles, obwohl ich das Spiel bis jetzt noch nicht gespielt habe. Ja. Einfach weil irgendwann will ich spielen und dann habe ich die Sachen und ich male das ja auch alles an und so. Ganz schlimm bei mir, wenn da limitiert draufsteht. Egal was, limitiert, Special Edition, gibt es sonst noch ein Wort, was irgendwie rar oder so beschreibt, was Leute... Collector's Edition. Collector's Edition, sowas halt. Dieser ganze Kram ist... Triggerwort. Ist ein absolutes Triggerwort für mich. Also so zum Beispiel, ich habe mir dieses Space Marine Heroes 3 geholt. Stimmt. Mit den Death Guard, obwohl ich nicht mal Death Guard zu dem Zeitpunkt überlegt hatte zu spielen. Einfach nur, weil ich wusste, was ist, wenn ich in 2 Jahren Death Guard spielen möchte und dann kriege ich die nicht mehr. Wobei man sagen muss, dass dir das auch einige Male wirklich Geld erspart hat, weil es dann halt oft so ist, weil du kaufst dir die Sachen ja auch nicht ohne Grund, dass du dir dann irgendwo eine limitierte Jeanne von Infinity geholt hast oder halt irgendwelches Death Guard Modelle und dann bist du wirklich später hingegangen und hast gesagt, so, jetzt habe ich Bock, jetzt will ich das machen, aber guck mal, ich habe das ja. Und ja, du musst es halt nicht irgendwo teuer Secondhand kaufen. Klar, es fühlt sich halt natürlich gut an, ne? Aber dadurch schürt man auch den Pile of Shame sehr, sehr, sehr krass. Ja, also dein Pile of Shame ist sehr viel limited. Ja. Boah, gerade so mit 16, 17, 18, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber wie oft ich einfach so in der Mitte des Monats so war, so fuck, ich habe viel zu viel Plastik gekauft und was esse ich jetzt eigentlich den Rest des Monats? Ja, ich hatte das Problem, dass ich, bis ich 16 war, gar kein Taschengeld bekommen habe. Und als ich 16 geworden bin, habe ich 16 Euro Taschengeld im Monat bekommen. Als ich 17 war, habe ich dann 25 Euro bekommen. Das hat mir mein Hobby-Dasein sehr schwer gemacht. Ich habe mir halt sehr schnell einen Minijob gesucht. Und ich weiß, ich war auch das ein oder andere Mal extra noch Blut spenden, um noch schnell dieses etwas Geld zu bekommen, um mir noch eine Box zu kaufen. Also... Man hat früher sehr Das klingt wie, als wären wir so in dieser anonymen Selbsthilfegruppe. Ja, das stimmt. Ja. Ja, okay, ja. Dann nächste Frage. Wie wär's dran? Du. Bin ich dran? Ich glaube, ja. Ja, ich habe vorgelesen. Ja. Ah, okay. Die Gegenfrage, was interessiert euch überhaupt nicht? Ah, was mich eigentlich im Tabletop-Bereich so gar nicht interessiert, sind eigentlich historische Tabletops. Ja, da können wir direkt. Irgendwie Fantasy, Sci-Fi, sonst irgendwie was sein. So. Das ist halt auch so. Ich will jetzt niemandem zu nahe treten, der historische Tabletops cool findet. Aber für mich ist es immer so, wenn ich irgendwie da sehr viel Zeit und so rein investiere, dann hätte ich gerne was so ein bisschen weiter weg ist von der Realität. Mhm. Ja. Sehe ich auch so. Ja. Und tatsächlich so Pen and Paper bin ich auch so gar nicht. Das ist ja auch ein großer Teil teilweise des Hobbys, wo Leute sich dann die Regelwerke kaufen etc. Und das ist auch sowas, wo ich eigentlich gar kein Interesse dran habe. Ja. So, habt ihr eigentlich körperliche Beschwerden beim Malen? Also von dem ganzen gebückt Sitzen? Und wie geht ihr damit um? Kompensationsworkouts. Ich glaube, da kann ich Bände von sprechen, denn ich bin ein Mensch, ich habe eine krumm und schiefe Wirbelsäule meiner Mutter geerbt. Das heißt, ich habe da eh schon chronische Probleme, war auch in meinen Jugendjahren ständig bei der Physiotherapie und hatte da eigentlich immer große Probleme. Inzwischen habe ich das aber eigentlich ganz gut in den Griff bekommen, indem ich wirklich mir angewohnt habe, sehr aufrecht zu sitzen. Ich habe halt auch ein starkes Hohlkreuz, das hilft mir aber tatsächlich dabei. Und ansonsten ist es dieses... oft mal zwischendurch bewegen. Ich habe tatsächlich auch Lipödem in den Beinen. Also ich habe tatsächlich ziemlich viele körperliche Beschwerden. Ja. Ja, früher sind wir ja noch ins Fitti gegangen, als man das noch konnte. Ja, stimmt. Und, das hat auch sehr das war halt auch ein Ding, ne? Also auch gerade irgendwie so dieser Kontrast, ne? Dann bist du irgendwie, hast du gemalt, danach bist du irgendwie pumpen gegangen quasi, ne? Und dann hast du quasi so von ganz filigran zu Squats. Squats sind, glaube ich, das, was gerade beim Malen die Haltung unglaublich gut verbessert. Ja, also Games Workshop, Squats. Genau, Squats. Ich habe noch ein weirdes Problem, weil ich habe sehr große Hände und das ist immer schwierig für mich, also meine Hand schläft sehr schön an beim Malen. Oh. Das ist scheiße. So, dann. Ah, ich bin dran, ne? Ja. Und noch was Persönliches. Was habt ihr eigentlich vor dem Painting-Service gemacht? Habt ihr studiert oder Ausbildung oder schon gearbeitet? Und wie habt ihr den Entschluss gefasst, es mit dem Bemal-Service zu riskieren?
Das hatten wir ja schon auch so ein bisschen, ne? Wollt ihr nochmal kurz, darauf eingehen, was ihr eigentlich vorher gemacht habt? Ich glaube, das könnt ihr nochmal kurz erwähnen. Ja. Also ich habe vorher bei GW gearbeitet, unter anderem so als Aushilfe oder Zeitzeitler. Ich hatte einen richtig, richtig, richtig beschissenen Chef, deswegen habe ich dann irgendwann gekündigt. Oh ja. Ja, ne, ging überhaupt nicht. Und danach oder dazwischen, die ganze Zeit eigentlich so dazwischen, studiere ich Lehramt. Ja, und zwar Geschichte und Deutsch. Ja, und das Ding ist, das habe ich jetzt momentan aber auch so. In wie vielen Semester bist du eigentlich? Irgendwie im 8. oder so. Ja, ich habe im Endeffekt das relativ, also ich habe immer ein bisschen gejobbt, dann habe ich Abitur gemacht und nach dem Abitur habe ich eigentlich direkt bei Games Workshop angefangen als Teilzeitler und bin dann Ladenleiterin geworden und war deren Chef. Ja, ich bin anscheinend der schöne Chef. Das Ganze war dann 2 Jahre. Dann habe ich erstmal 1 Jahr gebraucht, um mich davon zu erholen und dann haben wir mit dem Painting-Studio angefangen. Ja, haben wir eigentlich 1 Jahr so ein bisschen das Painting-Studio vorbereitet, aufgebaut. Genau, so ein bisschen sehr viel gelernt, was Malen angeht und wie man überhaupt eine Firma aufbaut. Ja. Und so, ja, und dann war einfach YOLO. Ja. Ja, ich habe nach der Schule eine Ausbildung als Mediengestalter Bild und Ton gemacht. Und da war ich in sehr vielen verschiedenen Firmen und habe sehr viele verrückte Geschichten erlebt, die ich irgendwann mal erzählen kann. Oh ja. Ja, und dann habe ich irgendwie, dann ist das so ausgeplätschert und dann habe ich erstmal so 3 Monate nichts gemacht, weil ich einfach so war, ein wilder Ritt jetzt. Mhm. Und dann kam René und meinte, ja, sollen wir nicht YouTube machen? Ja. Und da war ich so, warum? Ja, das stimmt. Ja. So, dann frage ich mal die wichtigste Frage noch, ne? Pizza oder Pizza? Pizza. Vielleicht welche Pizza? Ja. Also wenn ich gestern eine Pizza Tonno bestellt gekriegt haben sollte, dann war ich die letzten 2 Stunden im Stream nicht mehr da. Oder die letzten 3 Stunden sogar. Also das ist schon mal deine Hasspizza. Aber was magst du denn für eine Pizza gerne? Oh, ich glaube, ich finde so eine gute Margarita gut. Die sind mit einem schönen Mozzarella und so. Ja. Finde ich gut. Barbecue Chicken von der L'Osteria. Wenn ihr so ein bisschen auf so... Eigentlich ist das eine richtig perverse Pizza, ne? Ist halt einfach Tomatensauce nicht drauf, das ist halt einfach nur Barbecue-Sauce. Das ist so eine klassische René-Antwort einfach. Ja, genau. Ja. Genau. Das ist den weirdesten Geschmack aller Zeiten. Ja, die ist halt geil. Sorry. Also ich bin tatsächlich ein Pizza Hawaii-Fan und was ich letztes Jahr so ein bisschen für mich entdeckt hat, ist Pizza mit Hollandaise, wo dann Schinken drauf ist oder Speck oder Brokkoli oder sowas. Das ist auch eigentlich ziemlich geil. Es ist so ein bisschen mehr Flammkuchen-mäßig, aber ist lecker. So, dann Darf ich nur mal kurz anmerken, dass Kriterion hier einfach nur Hashtag Team Laktoseintoleranz reingeschrieben hat und ich das richtig cool finde. Jetzt möchte ich mal gerade durchgehen. Ein paar spannende Fragen für Sonntag. Welchen fiktiven Charakter aus dem Warhammer-Universum würdet ihr gerne beim Kuchenessen beim 12-Stunden-Stream dabei haben? Angron. Angron, ja. Oh, Angron wäre schon echt sehr witzig, ne? Ja. Vielleicht auch irgendwie, gibt es vielleicht irgendwie so ein absolutes, vielleicht auch so ein... So netten, einfach. Den Kelamorph. Der hat viele Arme und kann immer den Kuchen rumreichen. Okay, ich glaube, das ist schwierig. So ein Tech-Priest, ne? So ein Kuchen ist ja schon so was herstellen und so ein Tech-Priest kann dann vielleicht auch so ein bisschen was... Ja, der kann ja gar nicht mitessen. Ja, das ist voll traurig. Vielleicht auch einfach... Wer ist denn so ein richtiger Netten? Vielleicht einfach, vielleicht auch einfach so ein Sigma. Mit Sigma mal Kuchen essen. Hm. Vielleicht ist der nett. Vielleicht ist er auch ein Arsch. So wäre dann. Ich glaube, ich würde Siegwald einladen. Oh, Siegwald, oh nee, der meckert nur. Siegwald wird nur meckern an dem Kuchen. Der wird immer nur sagen, der Kuchen ist scheiße und der Kuchen, den ich gebacken hätte, der wäre geil gewesen. Aber ihr macht natürlich wieder so einen ekligen Kuchen. Guck mal, der ist voll hässlich. Das würde Siegwald sagen. Ja, aber ist doch lustig. So, welches Armeekonzept würdet ihr euch für die Zukunft wünschen, beziehungsweise vermisst ihr in irgendeine Art oder Rasse in einem der Universen? Puh. Waldelfen. Weil so richtig schöne, neue Waldelfen. Weil es gab jetzt so, ne, neue Dunkelelfen mit den ganzen Daughters of Cain.
Jetzt kamen ja die ganzen Lumineth Realm Lords, das heißt, die Hochelfen sind auch so abgedeckt. Und so richtig schöne Waldelfen, so auf neuen Reittieren, auch gerne nicht so, ganz klar, das ist ein Hirsch, sondern wirklich geile Fabeltiere, gerne so auf, stellt euch so einen riesigen Jackalope vor. Das sind diese Hasen mit den Geweihen. Mm. Und stellt mal vor, da reiten Waldelfen drauf oder Falkenreiter, die aber nicht wirklich Falken sind, sondern auch eher so Mischwesen. Also, ich liebe ja Fantasy sogar mehr als Sci-Fi und einfach so eine richtig schöne, frische Fantasy-Elfenarmee und halt gerne im Waldelfenthema. Das will ich haben. Da sehe ich mich. Oder coole Barbaren, wie diese eine Warcry Warband. Nur halt als Armee. Ja, wird irgendwann kommt das bestimmt. Ja. Ich hätte gerne, glaube ich, noch irgendwas Neues Menschliches. Jetzt bei AOS natürlich irgendwie mal generell irgendwie mal, dass man irgendwie so eine coole Menschengilde oder sowas hat. Irgendwie sowas halt, was irgendwie aber so vielleicht so ein bisschen mehr Camelot-mäßig ist oder so. Also, oder vielleicht sowas wie bei Total War 3 jetzt, das Kislev, so mit den Eisbären. Ah, das ist auch cool, aber das ist mir irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie Kislev ist cool, aber ist nicht hundertprozentig meins oder sowas. Also ich hätte gerne lieber irgendwas so ein bisschen mehr so im Camelot-Stil, so ein bisschen mehr wie Bretonen, aber wie wenn du Bretonen nimmst und den einfach irgendwie High Fantasy in den Arsch schiebst. Okay. So, das hätte ich gerne irgendwie so als Armee. So richtig, oh, ich weiß auch nicht, so Fantasy-Ritter. Und bei Warhammer 40.000 hätte ich gerne auch irgendwie mal irgendwas Menschliches, was jetzt nicht Imperial Guard ist, was aber irgendwie auch nicht, also wohl wahrscheinlich ist ja quasi Jean-Stealer-Kult dann, ne? Ja. So, ja, wahrscheinlich bin ich bei 40k eigentlich sehr zufrieden. Ja, 40k muss man ja auch sagen, hat wirklich eine große Bandbreite. Ja. Ja. Ich würde mir bei 40k noch sowas wünschen, wie so eine Rebellenfraktion oder so, die nochmal so ein bisschen Pep in die Story geben und nochmal so ein bisschen zwischen diesem Imperium, den Xenos-Fraktionen und Chaos sind. Mhm. So irgendwie so Ronin. Vielleicht auch so ein bisschen Samurai-Ronin-mäßig angehaucht. So ein bisschen was wie so Necromunda-Bands oder so vom, also schon Menschen. Ja, aber halt auch so, vielleicht so, so ein paar abtrünnige Space Marines und die haben noch so ein bisschen so menschliche Hilfstruppen und so dabei. Hm. So ein bisschen wie die Tyrant's Legion Armeeliste in den alten Imperial Armor ist es, ne? In den alten Imperial Armor Büchern zu den Astral Claws. Aber die so als Rebellen. Mhm. Also, ne? Die so geil, die keine clean Space Marine Rüstung haben, sondern da ist auch schon mal irgendwas ausgetauscht, da ist irgendwas rumgebastelt. So ein geiler gebastelter Mech oder so. Das finde ich geil. Mhm. Könnte auf jeden Fall cool sein, das stimmt. Ja, du hast eine Frage übersprungen, René. Habe ich eine Frage übersprungen? Ja. Und Ruben, also er hat Ruben übersprungen und eine Frage, also war es einfach deine Frage. Und zwar, also haut raus, was ist euer Lieblingskuchen oder Torte? Wo war denn die Frage? Ja, die war ein bisschen verpackt. Okay. Ein Kommentar. Benjamin Blümchen-Torte. Wirklich jetzt? Benjamin Blümchen-Torte. Jetzt wirklich? Ja, ja. Benjamin Blümchen-Torte. Ist das wirklich deine Antwort? Ja. Nicht die Marzipan-Torte? Nee, Benjamin Blümchen-Torte. Ist das wirklich, ist Benjamin Blümchen, wenn du aus allen Torten der Welt eine auswählen könntest, würdest du eine Benjamin Blümchen-Torte wählen? Ich würde die Benjamin Blümchen-Torte wählen. Okay, also ohne schlechtes Gewissen. Bei mir ist es, ja, schade, dass das letzte Pentomancy-Video ist. Also Benjamin Blümchen ist natürlich geil und es darf auch nicht fehlen bei einem Geburtstag. Aber für mich ist es aus der Kindheit einfach von einem Café hier um die Ecke. Die Schokosahnetorte, die habe ich nämlich immer als Kind schon von meiner Oma immer mitgebracht bekommen. Und die gibt es da immer noch, genauso wie sie auch vor 15 Jahren geschmeckt hat. Und das ist einfach für den Rest meines Lebens meine Lieblingstorte. Boah, ich finde Bienenstich finde ich richtig stark, finde ich sehr unterschätzt. Ja. Und so ein guter Streuselkuchen, finde ich auch gut. Und dann ist Benjamin Blümchen. Dann ist Benjamin Blümchen. Du hast Streusel? Ja, ich finde Streuselkuchen. Was ist Streuselkuchen? Streuselkuchen ist voll geil. Nee. Ich hab zu so einem Geburtstag voll den geilen, so warmen Streusel-Apfelkuchen ach, gebacken, komm, ne? Das ist total geil. Nee. Auch so Apple Crumble oder so. Das wird voll schnell trocken und dann hast du dann den. Aber hier, Bienenstich, Geheimtipp. Ja, frisst doch deine Benjamin Blümchen. Am Ende der Straße die Bäckerei, ne? Die haben einen Bienenstich und der ist richtig gut. Ah, geil. Der ist richtig gut. Dann muss ich mal checken. Kannst ja für heute welchen holen noch. Ah, oder Fanta-Kuchen. Ja, habe ich noch nie probiert. Ja, das ist so ein eklig. Urban Myth von dir. Du redest immer davon, ja. Aber wir haben irgendwie noch nie was davon gesehen. Ja. Irgendwann gibt es mal Fanta-Kuchen. Also Hauptsache ist Schokolade drin, das ist so mein Motto. So, dann, ja Ruben, dann darfst du jetzt noch eine Frage machen. Ja, ist René nach dem Video noch irgendwo lebend gesehen worden? Ja, ich nehm alles du mit, nimmst René. Einfach ich nehm jede alles Frage. Mit. Oh Gott. Okay, dann bin ich dran.
Nein, ich bin dran. Wir haben ja jetzt oben nachgeholt. René überspringt einfach. Ja, ja, dann bist du jetzt dran. So, von der Kako haben wir auch 5 Fragen. Ich fange mit der ersten an. Gibt es eurer Meinung nach Tabletop-Systeme, die trotz ihrer Awesomeness viel zu wenig Leute kennen? Bushido. Bushido. Ja, also Bushido finde ich definitiv. Ich fand damals Rune Wars auch richtig cool, was ja jetzt leider auch offiziell eingestampft wurde, weil es ja auch einfach, lag aber auch ein bisschen an der Firma, dass es keinen Support gab, so. Und ja, The Other Side war auch so ein Ding, wo ich eigentlich persönlich Lust drauf hatte. Boah, das war die absolute Totgeburt. Das war eine absolute Totgeburt. Die kam raus, riesig Kickstarter, total coole Modelle. Das ist von den Malifaux-Machern, auch im Malifaux-Universum. Aber war quasi ja schon irgendwo ein Rank and File, aber wieder so frei beweglich. Also war trotzdem eine Regimentsbasis. Und es war vom Prinzip her und auch vom Spielsystem. War es eigentlich echt cool, ne? Ja, es war nicht zu komplex, aber es hatte eine gewisse Komplexität. Jede Armee hatte irgendwie einen eigenen Flavor, aber es gab halt nur wieder 4. Ne? Das ist wieder dieses Problem. Spiel kommt raus, 4 Fraktionen, du hast 2 Jahre nichts mehr davon und dann ist es einfach tot. Ja, besonders also 4 Fraktionen, die aber alle halt immer nur 4 Units haben. Ja. Ne? Das heißt, du hast halt keine Wahl gehabt. Keine Abwechslung, aber so an lebenden Spielen definitiv Bushido. Deswegen, da werdet ihr dieses Jahr auch noch was bei uns hier auf dem Kanal warten können, weil dieses Spiel verdient einfach Aufmerksamkeit. Ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt, wir haben noch ein paar Fragen. Mhm. Ich würde sagen, die machen wir ein bisschen noch im Speed-Modus. Ja. Okay. Ja. Sonst wird das Video einfach viel zu lang. Dann mache ich mal eben die vom Kako einfach fertig. Ja. Sind für euch Würfel essentiell oder sind euch Spielsysteme mit Karten auch recht lieber? Ich würde sagen, das ist bei mir eigentlich beiderseits. Finde ich beides okay. Hauptsache irgendwas cool. Ich will Würfel. Ich finde, ohne Würfeln ist irgendwie. Aber Malifaux das haptische Würfeln. Malifaux mit Spielkarten macht schon Spaß. Ja, es macht echt Spaß. Das ist schon echt geil. Ja, ich würfel einfach gerne. Beides. Okay. So, was sind eure Lieblings-Warhammer 40k-Fraktionen? Hatten wir schon. Ja. Wir schon. Für welches Universum oder Franchise, was ist. Franchise? Doch, ist Franchise. Ja. Oh. Was hast du darüber gelacht? Scheiß. Franchise. Manchmal glaube ich es einfach nicht. Ich musste gerade sagen, überlegen, ob es richtig ist. Okay. Also für welches Universum oder Franchise, was bisher kein eigenes Spiel hat, könnt ihr euch ein Tabletop-Game vorstellen? Also zum Beispiel League of Legends. League of Legends hat tatsächlich ein Board-Game. Was ich cool fände, wäre, glaube ich, ja, vielleicht mal so richtig. Ich hätte gern WoW-Tabletop. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. So richtig cool WoW. Richtig geiles WoW-Tabletop. Ich will Murloc-Miniaturen. Ja. Dann kannst du eine Murloc-Armee spielen, ja, dann mit Murloc-Schamanen und Murloc-Kriegsherren und Murlocs und ja, Murlocs, die Netze werfen und Murlocs, die. Oh, ich habe die Frage gestern schon gelesen und habe da abends noch total lange drüber nachgedacht. Mhm. Was war eigentlich so eine Frage, wo ich dachte, boah, da habe ich auf jeden Fall 10 Sachen. Ja. Und mir ist echt wenig eingefallen, weil ich dachte, eigentlich gibt es schon total viel. Mhm, ich habe erst so an Star Wars gedacht, Star Wars gibt es schon. Und ich finde eigentlich immer gut, wenn Tabletop-Systeme ein bisschen originell sind und was Eigenes erzählen. Also so wie bei Infinity zum Beispiel. Und ich glaube, am ehesten würde ich mir irgendwas wünschen, was so in so eine Dark Souls-Ästhetik geht. Was gibt es ja schon das Dark Souls-Brettspiel, aber da sind die Miniaturen ja jetzt auch nicht so richtig geil. Da bist du ja eigentlich bei Conquest. Bist du ja eigentlich da. Ja, da bist du bei Conquest. Ja, bist ja. Ich auch schon Conquest drin. Ist sehr, also ich finde schon echt recht Dark Soulig. Oh, was mir da aber noch tatsächlich fehlt, ist vielleicht bei so ein richtiges Weep-Tabletop. Also richtig Anime-mäßig. Also Kingdom Death geht ja schon so ein bisschen in die Richtung. Und es gibt jetzt auch so ein Kickstarter mit einem Boardgame, das so richtige Anime-Figuren hat. Das ist halt Boardgame, kein Tabletop. Genau, ne? Aber das als Tabletop, dass du halt wirklich mal so quasi wie Fire Emblem. Na, wirklich mit Armeen und aber wirklich im Anime-Stil. Das wäre geil. Und eine Sache habe ich noch. Okay. Borderlands. Ja. Seit ich 15 bin oder so, wollte ich eine Borderlands-Armee machen. Und bei 40k. Borderlands Tabletop wäre cool. Mit den Psychos. Ja, so wie Fallout, ne? Ja. Nur halt als Borderlands. Ja. Ja. Welcher ist euer Lieblingsfarbton, egal welche Firma, oder Hassfarbton? Ich hasse Vermillion. Und ich liebe Vermillion. Und hasse Vermillion. Ja, Vermillion Bow. Vermillion für alles. Für alles. Und für alles. Was ich liebe, ist Rakard Flash, weil das kannst du auch einfach für alles nehmen und es deckt einfach nur göttlich. Ah, oh, ja, stimmt. Aber es gibt sehr viele gute Farben. Ich habe jetzt Rhinox Hide hassen gelernt. Ja, so dunkel und so undeckend. Mhm. Ne? Barakna Burgundi ist scheiße, Guy Warbark Red ist scheiße. Oh, Guy Warbark Red. Hör auf. Ja, es gibt sehr viele Farben, die wirklich schlimm sind. Wie habt ihr euch bei Pentomancy aufgestellt? Wer macht was?
können wir einmal so kurz, ne, ihr beide malt, ich mache Videos. Ja, genau. Ja. Und das ist es eigentlich, ne? Ja. Ja, weil also, bei uns gibt es da keine klare Aufteilung. Ja. So, wir beiden machen irgendwo Kundenkontakt, wir beide bauen, grundieren, airbrushen, pinseln. Also es ist immer so ein bisschen einfach im Time-Management dann unterschiedlich. Mhm. Wie ist es im Keller zu arbeiten? Oh ja, auf die Frage habe ich mich gefreut. Da können wir nochmal, glaube ich, so ein bisschen Raum für geben, ne? Weil steht ja auch, ich stelle mir tatsächlich so einen ollen Altbaukeller vor. Ist wahrscheinlich nicht so. Doch, ist exakt doch, so. Ist genau so. Also es ist wirklich. Also auch hier hinter den Molltonnen ist einfach nur eine riesige Backsteinmauer mit Rohren und hast du nicht gesehen. Und theoretisch müssen wir immer Angst haben, dass hier jeden Monat ein neues Rohr bricht, weil wir hatten jetzt schon diverse Rohrbrüche hier. Ja. Gott sei Dank immer nur in Kellern, die wir nicht aktiv nutzen und die so mit mehr oder minder unnötig sind. Der eine Rohrbruch. Sind. Boah. Ja, der Rohrbruch drüben, wo Gott sei Dank nichts irgendwie zu Schaden kam, aber der war schon heftig. Und wir haben das große Problem, dass wir nicht so viel Stromsachen anschließen dürfen, weil sonst hier regelmäßig die Sicherung rausfliegt. Der ganze Keller läuft halt auf einer Phase. Ja, also und, es ist absolut horrible. Es schränkt uns auch total in dem ein, was wir für Medien machen können. Wir haben es ja schon mal angeschnitten mit Live-Battle-Reports oder generell krasseren Livestreams. Ist hier in dieser Location nicht drin, weil wir nicht genug Lampen anschließen können. Weil, wenn ich jetzt noch einen Föhn anmachen würde, wenn ich wirklich jetzt einfach nur noch einen Föhn anmachen würde, dann würde die Sicherung rausfliegen. Ja. Deswegen, es ist angenehm, weil im Keller ist es dank Heißlüfter im Winter warm, im Sommer ist es richtig schön kühl, es ist direkt unter unserer Wohnung, das heißt, wir haben keinen langen Arbeitsweg. Aber das sind auch die einzigen Vorteile. Ja und also, ansonsten gibt es eigentlich man nur muss auch Nachteile. Dazu sagen, ne, die Wand, die wir für einen Monatsmaler nehmen, die jetzt hier hinter uns ist, das ist die einzige vorzeigbare Wand in dem Keller. Alle anderen Wände sind einfach ganz schlimm. Also ich guck einfach gerade so dahin. Ja. Und es ist einfach es ist alles schlimm. Unverputzte Steine und Beton. Und es ist überall Stahl in der Decke, dass Bobo also da so nicht reinbohren kann. Es ist diese typische Start-up-Garage, aus der wir uns hoffentlich irgendwann erheben. Ja, und manchmal riecht es einfach nach Kacke. weil nebenan im Waschkeller die Sickergrube ist. Ja. Und wenn es regnet, dann riecht es in Köln ja eh manchmal ein bisschen streng auf den Straßen, weil wir nehmen Kanal. Und wenn es regnet, riecht es einfach im Keller nach Kacke. Ja, und dann müssen wir immer in der Werkstatt das heiße Wasser ein bisschen aufdrehen und auch ein bisschen Spüli mit reinlaufen lassen, dass das alles nochmal ein bisschen durchgespült wird, damit der Geruch weggeht. Und die eine Wand krümmelt. Ja, und die eine Wand krümmelt. Ja. Und, ach Gott, es gibt so viele schlimme Sachen eigentlich hier. Aber ne? Es ist okay dafür, dass wir hier dann den Platz haben. Ja, der Platz ist halt nice. Ja. Und dann war natürlich noch immer die Platte. Die ist ja zum Glück mittlerweile nicht mehr so das Ding. Ja. Aber man hört trotzdem, wenn draußen, wir haben ja direkt hier vor dem Raum, oben ist der Kiosk, der in dem Haus ist. Und dann hört man halt einfach, wenn Leute sagen, hallo, einmal Zigaretten bitte. Ja. Hallo, ja. Ein Cola. Und das war am Anfang sehr schlimm, weil da ist so eine alte Platte, wo früher ein Flaschenzug war. Ja. Und die war bis vor ein paar Monaten, war die nicht richtig dicht. Das heißt, jedes Mal, wenn da jemand draufgetreten ist, hat's BOM! Und dann auch man hat halt immer, man hat die Leute gehört, wie als würden sie halt unten im Raum stehen. Ja. So gerade beim Geralt-Video oder so. Wie oft wir einfach diese scheiß Voice-Over aufnehmen mussten, weil die ganze Zeit Leute oben am Kiosk irgendwas kaufen wollten im Sommer. Ja. Wie wäre es mit einer kurzen Studiotour? Ich glaube, die können wir mal machen, wenn wir irgendwann mal es schaffen sollten, uns aus dem Keller zu erheben. Ja. Dann zeigen wir noch so genau, einmal. Genau, dann zeigen wir euch mal, unter was für Bedingungen, die wir hier gearbeitet haben. Ja. So. Als ihr euren Eltern gesagt habt, ihr macht ein Malstudio auf für Miniaturen, da waren die Meinungen doch sicher verhalten. Also das Gute ist, dass Renés Eltern super entspannt sind und eigentlich super macht, was ihr wollt, solange es euch Spaß macht, weil wenn ihr euer ganzes Leben lang etwas macht, was euch keinen Spaß macht, was war es dann für ein Leben? So nach der Mentalität leben und deswegen waren die geile Idee, macht. Und wenn es halt nicht klappt, macht was anderes. Und meine Eltern haben mir eigentlich nie so richtig Feedback dazu gegeben, aber ich habe immer so durch Freunde von meinen Eltern erfahren, dass meine Eltern eigentlich schon relativ dann geschwärmt haben und stolz sind, dass wir den Schritt gewagt haben, uns selbstständig zu machen, weil ich ja auch aus einer Künstlerfamilie komme und die finden es halt auch einfach schön, dass ich auch was Künstlerisches mache. Ja, und ich glaube, das Ding ist halt auch, wir sind ja jetzt nicht so, wir sind selbstständig und dann pimmeln wir den ganzen Tag nur zu Hause rum und machen gar nichts oder so, sondern unsere Eltern sehen ja auch, wir sind wirklich hart am Arbeiten und machen und tun und alles. Und ich glaube, das gibt denen auch nochmal Sicherheit. Dass und wir mussten bis jetzt noch nicht nach Geld fragen. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Faktor. Und deine Eltern sind ja auch richtige Fans. Ja, meine Eltern sind auch richtig, die gucken jedes Video. Ja.
So, dann, ich weiß, die Frage gab es schon, aber wie ist ein typischer Paintomancy-Tag? Also wir nehmen jetzt mal einen Tag, wo auch Ruben zum Film kommt. Der beginnt normalerweise, ich möchte um 8 aufstehen, schaffe es um 9. Frühstücke dann, gehe meistens schon mal runter und mal ein bisschen. Dann steht René irgendwann zwischen 10 und 11 auf, macht sich auch fertig. Dann will Ruben meistens so um 11 kommen, ist aber meistens erst um 12 da. Also bei Ruben ist meistens eine Stunde zu spät. Dann, ja, kommen die beiden runter, wir gammeln dann noch so ein bisschen rum, planen so ein bisschen, was wir jetzt machen. Und je nachdem, wie spät es dann ist, essen wir erstmal zu Mittag oder wir fangen schon mal an, was zu drehen und essen dann zu Mittag. Dann chillen wir meistens noch ein bisschen im Garten. Dann wird entweder weitergedreht oder noch so ein bisschen Organisatorisches gemacht. Dann haut Ruben wieder ab, wir malen weiter und dann machen wir Feierabend und spielen dann meistens im Discord noch zusammen eine Runde League. Genau. Legends. Muss man jetzt sagen, das war jetzt einer von den sehr entspannten Tagen. Ja. Ja. Also, das klang jetzt sehr, sehr lax, ne? Aber so ist nicht jeder Tag. Also es gibt auch Tage, wo wir wirklich einen Battle Report filmen oder so und halt ganz, ganz viel filmen. Oder wo Genie halt irgendwie eine Character-Series malt oder so und will halt auch wirklich den ganzen Tag einfach durchfilmen. Ja, also ja. Wo halt wirklich. Und man muss jetzt auch dazu sagen, Ruben ist dann um 5 weg und dann ist nicht so, ah, dann malen wir jetzt noch 3 Stunden und dann ist Feierabend, sondern oft ist dann halt so, dann malen Genie und ich noch bis 12 Uhr nachts. Ja, weil wir halt dann so die Zeit, die wir gedreht haben, irgendwo noch an dem Tag ausgleichen müssen und die dann halt hinten dran hängen. Genau. Ja. Aber es ist viel zu tun, aber es macht auch Spaß. Also es gibt bessere Tage, es gibt schlimmere Tage, aber ich würde sagen, das ist so ein netter Durchschnittstag. Ja. Oder man schneidet einen Battle Report und schneidet 14 Stunden am Tag. Ja gut, aber das suchst du dann ja bei dir zu Hause. Ja. Oder als ich den Gascool geschnitten habe, das muss ich kurz erzählen, das war ganz schlimm, weil da hatte ich noch meinen alten PC zu Hause, der dann kaputt gegangen ist, wo ich dann erstmal hier geschnitten habe eine Weile. Und der konnte einfach, der mit 4K kam der gar nicht klar. Und es hat wirklich für ein Video, wo ich jetzt 3 Stunden, 4 Stunden dran schneide, war ich wirklich so 14 Stunden dran, weil ich mir das Material so in Frameweise, so als Diashow angucken konnte. Ja. Dann möchte ich kurz noch ein Honorable Mention hier machen, was ich nämlich sehr lustig finde, nämlich ihr seid völlig verrückt und ihr wisst schon, wie hoch ihr die Messlatte jetzt für zukünftige Jubiläen setzt. Danke, René. Bitteschön. Nee, wir machen einfach jedes Jahr das Gleiche. Nee, das dann ist gut. Hier ist übrigens noch die letzte Frage. Wo seht ihr euch in 12 Monaten? Ja, haben wir im Endeffekt auch schon so ein bisschen angeschnitten. Haben wir schon angesprochen, ja. 12 Monate sind halt eine sehr kurze Zeit. Ne? Wer weiß, was bis dahin passiert, was die Pandemie bis dahin macht. Ob ja, man, das auch, ne? Ob wir noch im Keller sitzen, ob man im Lotto gewonnen hat. Man kann es nicht sagen. Ich sag einfach mal, hoffentlich nicht auf der Straße. Ja, das ist gut. Dann, was waren eure ersten Figuren? Meine erste Figur, die ich bemalt habe, war ein Hochelfen-Speerträger und meine ersten eigenen Figuren waren Dämonen für Warhammer Fantasy. Ein Nachtgoblin aus diesem Nachtgoblin-Paintset. Oh, meiner war, ich glaube, es war entweder Gimli oder der Moria-Troll. Okay. So, wir haben jetzt noch von Joachim Deckard noch einen Haufen Fragen. Die machen wir jetzt noch mal einmal im Speedrun. Yes, soll ich oder? Ich mach. Okay. Macht ihr Ende des Jahres eine Abstimmung, das beste René-Kostüm? Ja. Ja. Können wir machen, ja. Einfach direkt, ja. Habt ihr schon betrunken Minis bemalt? Ja, ja leider. Ja, hab ich. Wie sieht es bei euch mit Turnieren aus oder seid ihr eher Bier- und Brezel-Spieler? Dazwischen würde ich sagen. Infinity gern turniermäßig, competitive, Warhammer eher so Bier- und Brezel. Ja. Habt ihr schon mal eine Mini weggeworfen? Nö. Ich habe einmal mit 15 oder so, habe ich vor Wut so einen Dark Angel-Veteran in meinem Zimmer rumgeworfen, weil ich mir voll viel Mühe mit der Kutte gegeben habe. Und dann plötzlich war da wieder irgendeine andere Farbe auf der Kutte. Und ich war so sauer, dass ich jetzt wieder 8 Millionen Schichten und Shop die Bone machen muss, dass ich den einfach weggeworfen habe. Okay. Nein, ich habe noch nie etwas weggeworfen. Welches Modell wollt ihr unbedingt mal bemalen? Ich möchte irgendwann alle Forge World Primarchen bemalt im Regal stehen haben. Ich möchte auf jeden Fall von Bushido irgendwie mal so 2-3 komplette Clans in richtig cool bemalt rumstehen haben. Fulgrim. Wie sieht die typische Bemalung aus? Welche Schritte werden gemacht? Sprich, René grundiert mit der Airbrush, gibt an Genie für die Grundfarben, dann kommt René wieder mit Mattlack oder wie sieht es aus? Also grundsätzlich wechselt das ein bisschen nach Auftrag. Also wenn ich jetzt auch hier so die Durchschnittsreihenfolge sagen würde, würde ich sagen, René bastelt, ich grundiere mit der Spraycan vor, René grundiert dann mit der Airbrush. Und sie grundiert nicht mit der Spraycan vor, das darf ich auch machen. Nee, das habe ich in den letzten Aufträgen. Also wie gesagt, das wechselt so ein bisschen, ne? René macht dann auf jeden Fall die ersten Airbrush-Schritte. Meistens mache ich dann die nächsten Grundfarbenschritte und René hilft dann manchmal wieder bei den Akzenten. Aber Basis mache immer ich. Ja, Basis macht immer Genie, habe ich keinen Bock drauf.
Welches Setting reizt euch gar nicht? Fantasy, Antik, Napoleonisch, Sci-Fi oder World War II? Ja, da waren wir uns ja ein bisschen einig mit historischen Sachen. Ja, genau. So, mich reizt generell eigentlich auch Fantasy, Sci-Fi fast nur. Also, eigentlich bin ich nur Sci-Fi-Mann. Okay, und dann noch ein Haufen Oder-Fragen. Oh, jetzt kommen ein paar Oder-Fragen. Ja. Pano oder Yujing? Yujing. Pano. JSA. Imperium oder Xenos? Xenos. Chaos. Xenos. Robert, jetzt hör mal auf! Fantasy oder AOS? Sci-Fi. Von den Miniaturen AOS, von dem Spiel Fantasy. Ebenso. Ja, da noch kurz. Fantasy würde ich auch sagen, Fantasy, ich mag die Designs lieber, also von den Artworks, aber die Miniaturen bei AOS sind natürlich geiler. Ja. Plastik, Resin oder Metall? Plastik. Plastik. Dropperbottle oder Töpfchen? Tuschen und Inks, Töpfchen, alles andere Dropperbottles. Ja. Sekunden oder Plastikkleber? Plastikkleber. Ja, Plastikkleber. Auf jeden Fall. Sekundenkleber, ich habe die absolute Händephobie hier. Also, oh, nee. Kommt darauf an, was ich kleben muss. Nein! Ja, ich glaube, das war's dann auch schon. Und wir haben war's dann auch schon. Irgendwie 2 Stunden oder so Fragen beantwortet, die wahrscheinlich nie. Und ihr hattet Angst, dass wir nicht genug Fragen bekommen. Ja. So, dann kommen wir jetzt zu der Live-Up-Mod quasi. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und es wurden eure Fragen beantwortet. Und wenn nicht, dann habt ihr in diesem Sinne Pech gehabt und bis zum nächsten FAQ müsst ihr dann leider warten. Ja, wir machen das jetzt auch einfach jährlich. Ja. Ja, würde ich auch sagen. Dann könnt ihr mal wieder so ein bisschen sammeln. Und ich bin übrigens gar nicht so klein. Ich habe nur den kleinsten Stuhl. Ja, den kann man nicht höher stellen. Das stimmt allerdings. So, an der Stelle vielen lieben Dank natürlich an all unsere Unterstützer auf Patreons und insbesondere die Painto Warlocks und Paintomancer Frederik, Tizian, Don Vittorio, Dorian Wiesner, Halim Matsuda, Nagashur, Odinson und Patrick W. Und falls ihr uns noch anderweitig kostenlos unterstützen wollt, guckt doch mal in die Videobeschreibung. Dort findet ihr wie immer die Affiliate-Links von Taschengelddieb und von PK Pro. Dankeschön. Dankeschön. Ja, ich denke mal, wir haben genug Outtakes für den Abspann gesammelt. Und in dem Ich will noch kurz sagen, danke, Leute, wirklich, dass ihr uns da unterstützt. Ohne euch geht das hier überhaupt nicht und das, was wir in Zukunft alles planen, auch nicht. Also es ist wirklich danke. Auf ein weiteres tolles Jahr Paintomancy. Ja, genau. Ja. Und bald kommen die ersten T-Shirts für die 25-Euro-Patrons. Habe ich gestern designt. Okay, tschüss. Tschüss. Aber ich muss nur sagen, ich habe ja FAQ gesagt im Ankündigungsvideo. Detlef! Aber es ist ja gar kein FAQ, es ist ein Q&A. Also eigentlich eher ein Ask Me Anything, ne? Sehr gut. Ja, Toshi hat mich ja dann ins Boot geholt, weil wir waren 2014 auf dem Japan-Tag in Düsseldorf und waren da mit einem Bekannten. Und der hat zufällig andere Bekannte getroffen und die waren mit Toshi unterwegs. Und somit haben Toshi und ich uns kennengelernt, also wirklich in Düsseldorf am Japan-Tag. Haben uns dann total gut verstanden, weil es so direkt eine Weile tolle Anime-Fans und sie waren Cosplayer und ich fand das voll toll. Und das war der Dümmste, weil überhaupt, der hatte eine braune Perücke an. Das heißt, ich dachte, okay, der hat halt eine Naturhaarfarbe, weil der hatte braune Perücke an. Ja, haben uns kennengelernt und super gut verstanden und haben dann im Laufe des Tages festgestellt, dass wir beide aus Köln kommen und im Endeffekt 5 Minuten zu Fuß auseinander wohnen. Und dann haben wir uns kennengelernt und gemerkt, dass wir einfach voll nah aneinander wohnen und haben uns am nächsten Tag getroffen. Und ich habe mich total erschrocken, als dann Kashi mit ihrem Fahrrad auf mich zugefahren kam und dann hatte ich keine Brücke mehr an und hatte auf einmal diese knallroten Haare. Das weiß ich, das hat mich total aus der Reihe gebracht. Und ja, im Endeffekt kenne ich sie da jetzt auch seit fast 7 Jahren und habe sie dann so mit in den Freundeskreis gebracht und dann auch mit dem Hobby angefangen. Ich glaube, du musst das kürzer machen. Das war sehr lange für, wir haben uns am Japan-Tag kennengelernt. Ja. Okay. Also, das, weil das